Hallo, meine lieben Freunde, willkommen zurück zu The Legend of Zelda Majora's Mask. Jo, letztens haben wir. Was haben wir da gemacht? Achso, ja, da hatten wir ja diesen einen Bug mit dem Drehding, was sich eigentlich nicht dreht. Das ist nämlich doch ein Bug gewesen. Ja, und was passiert noch so Schönes? Ganz einfach. Als ich nachgeschaut habe, was passiert ist, dann hat sich das Spiel zurückgesetzt bei mir. Ja, das war echt scheiße. Ich musste bis zu den Tempel hier nochmal spielen. Ich musste den auch ganz normal machen. Also es hat sich nicht ganz gelöscht. Nur so teilweise. Ich muss halt das ab den. Ja, ich muss halt ab den Schlaflied das nochmal alles machen. Ich weiß jetzt nicht, ob noch meine Herzteile oder so alles gelöscht sind. Also die meisten. Ich will hoffen nicht, denn das ist echt Kacke, wenn man das dann umsonst macht. Und geh noch mal da hoch. Und wir kamen ja nicht weiter. Ich habe mich hier umgeschaut und ja, was sagt man dazu? Man sollte öfters mal nach oben gucken. Zum Glück kommen wir jetzt endlich hier weiter. Ja, komm. Da sind nämlich solche Eisbrockenspitzen, sage ich mal. Und die helfen uns weiterzukommen. Ja, hopp. Naja, aber heute gibt es mal wieder ein paar Themen. Nicht über Zelda so allgemein. Okay, Zelda vielleicht auch noch. Mal gucken. So, falls man das Spiel nicht so richtig hört, mit dem Sound her, dann tut es mir leid, denn. Ja, dann habe ich das Spiel zu leise gestellt. Aber ich werde es mir nachher angucken. Aber das ist ja nicht so schlimm. Hier gibt es ganz schön viele 20er-Rubine. Achso, mein Geld hat sich auch gelöscht. So gut wie alles fast. Naja, nicht so viel, aber halt das Geld. Ja, wie kam es dazu? Ich habe keine Ahnung. Ich würde mal sagen, der Bug hat's ausgelöst. Oder das neue Let's Play, was ich und Julian und, ja, ich und Julian und Jakob noch gestartet haben. Jo. Ich kann es ja auch schon mal sagen, was ich für ein Let's Play gestartet habe mit Juli. Das ist Mario Party 3 für die N64. Ich werde ja auch nochmal vielleicht einen Link verteilen. Ja. Oder nee, ist gar nicht nötig, einen Link zu verteilen, denn das wird ja eh vielleicht früher rauskommen als hier der Part. Wer weiß. Ja, was mache ich denn da hier? Ich baue ja nur Scheiße mal wieder. Genau. Und nicht wundern, das ist wieder so ein Together. Ja, mit mir und Juli, das ist immer ganz lustig zwischen uns. Da haben wir sozusagen immer solche Abspacken. Aber das ist auch mal cool, sowas rauszulassen. Wer es nicht guckt, also der sein Gehirn noch behalten will, der sollte es weniger gucken. Aber glaubt mir, da gibt es so oft Lachflash. Das glaubt man gar nicht. So, hier ist eine Kiste. Ich spiele es schon unterbewusst. Ich rede einfach drauf los. Ein Schlüssel. Ein Key. Uah, weg. Ich habe hier solche ekligen Viecher im Zimmer. Oh Mann, ich hasse Fliegen. Oder andere Insekten, die stechen zum Beispiel. Ja, würde ich mal sagen, gehen wir mal hier weiter. Mal gucken, ob es hier noch eine Fee gibt. Die sammeln wir ja auch. Die musste ich auch neu sammeln. Ich weiß jetzt auch nicht, ob ich alle habe. Und hier gibt es tatsächlich eine. Suchen wir sie. Noch mehr Themen. Also das neue Let's Play hat jetzt gestartet. Auf jeden Fall. Wir haben auch schon. Viele Parts, wir sehen uns ja nicht so oft. Als nächstes will ich mich erstmal entschuldigen, dass wenig Parts kommen. Eigentlich hatte ich immer vor, so 3 bis 2 Videos hochzuladen an einem Tag. Aber ihr seht ja, es kommen nur selten welche und das auch noch nur eins. Nur ein Video. Das tut mir voll leid irgendwie. Ach, komm da irgendwo, da ist doch irgendwas. Irgendwo hier, ich wette, die ist irgendwo da drinnen. Die ignoriere ich jetzt einfach mal. So. Gehen wir hier rein. Was ist hier so Schönes? Schnee. Nee, Gegner. Gegner. Kommen wir hier hoch? Gehen wir hier hoch? Mir egal. Das ist ein Schalter, würde ich mal behaupten. Taja? Glaubst du etwa, du könntest etwas so Großes bewegen, den du dich einfach draufstellst? Du musst einen Weg finden, es regelrecht in den Boden zu stampfen. Okay.
Ich spiele auch nicht so oft, auch wenn das mein Hobby ist. Was machst du denn da? Hups. Na hopp. Also ich spiele schon oft, aber ich habe auch in letzter Zeit sehr viel zu tun. Aber ja. Der 21. Juni ist auch immer Sommeranfang. Was machst du denn da immer, du Gorone? Was soll das denn jetzt? Ach so, scheiße. Geh da hoch. Kann jemand mal sagen, was das soll? Naja, okay. Ja, wie gesagt, ich hatte Geburtstag und ja. 21. ist ja auch der Sommeranfang, falls ich das gerade gesagt habe, tut's mir leid. Ich bin ein bisschen verwirrt, was das hier soll. Da hinten ist eine Kiste. Ja, komm. Wetten, jetzt falle ich runter, einfach so. Toll. Egal. Ich glaube, die war eh hier. Nicht. Mann, ich will doch nur darüber. Ach nee, was, kann ich da überhaupt drüber? Ja, kann ich. So, was ist denn da drinne? Magie. Gibt's hier eine Fee? Auch hier gibt's eine Fee. Ach, geht das dann runter? Kann das sein? Damani, ich brauch dich. Der tote Damani, natürlich. Nee, Spaß, seine Seele lebt ja. Mann, Link. Willst du mich provozieren? Jetzt schon? Am Anfang des Parts? Ja, was soll das denn? Kann man das wieder runterstampfen? Ja, das kann man wieder runterstampfen. Was kann das jetzt? Hä? Was ist das denn für eine Scheiße? Ja, ich habe ja schon mal erzählt, ich habe das noch nicht so richtig durchgespielt. Sonst habe ich schon jedes Zelda durchgespielt, was ich kenne. Naja, nicht ganz. Ein paar kenne ich sogar noch nicht. So ein paar für den alten Gameboy. Was liegt daran, dass ich den nicht gerne spiele? Ich weiß auch nicht warum. Ich finde die Storys zwar cool, aber ich mag die irgendwie nicht. Ich mag die 3D-Zeldas ein bisschen mehr. Okay, außer Phantom Hourglass und Spirit Tracks, das ist irgendwie nicht so gutes Zelda-Spiel geworden. Aber nur durch die Steuerung finde ich die Kacke. Was ist das denn? Was soll denn das? Darf ich auch mal hier weiterkommen oder muss ich hier ewig verweilen? Was ist das denn für ein Hack? Auf jeden Fall in diesem Tempel habe ich gelernt, man muss immer öfters nach oben gucken, um weiterzukommen. Kann man den auch wieder runter machen oder ist das bringt da. Achso, ist das ein Schalterrätsel? Okay. Jo, dann gucke ich mal nach. Gedrückt halten. Ich hab's gemerkt. Da die Tür auf. Und die war immer zu, ne? Ach so ist das. Ja, das war jetzt dumm. So, das nächste Thema ist. Es ist nur ein minimales Thema, aber irgendwie stört mich das ein bisschen. Und die, genau wie die Fliegen hier in mein Zimmer, die stören mich noch mehr. Ja. Wir heißen ja Nintendo LP. Der Name ist ein bisschen kreativlos, finde ich. Keine Ahnung. Es gibt verdammt viele Leute, die Nintendo LP heißen. Aber wirklich sehr viele, habe ich gesehen. Und ja. Jetzt muss ich mal kurz leise sein, das ist jetzt anstrengend. Komm schon, schneller. Was mache ich denn da, ich Idiot? Mach mal wieder alles falsch. Also wie gesagt, das heißen voll viele Nintendo LP. Es stört mich zwar nicht, aber man könnte uns ja verwechseln nach einer Zeit. Oder denkt man, wir arbeiten mit denen zusammen. Aber das ist nicht so. Da habe ich so gedacht, ich mache eine Namensänderung. Also wir nennen uns nicht mehr Nintendo LP, sondern ganz anders da. Ja. Ich hätte da schon ein paar Namen im Kopf, aber ich weiß nicht, die hören sich alle so kreativlos an. Wenn ihr Ideen habt für gute Namen,
könntet ihr mal in die Kommentare schreiben, dann, wenn mir ein Name sehr gut gefällt, dann könnte ich den sogar nehmen. Aber ich will nicht so viele heißen wie andere, wie alle anderen auch. Das finde ich ein bisschen. Mag ich nicht. Jeder ist zwar was Besonderes, aber ich. Dass so viele denselben Namen haben, mag ich nicht. So, wo bin ich denn hier gelandet? Und ein neuer Raum. Ja, heute läuft es wieder besser. Nicht so immer verwirrend. Oh Mann. Das wird jetzt ein bisschen doof. Damani! Mega Speed! Danke. Ja. Okay, das kenne ich noch. Das ist scheiße. Boah, ganz ruhig. Ich hoffe, es kommen nicht noch mehr so komische Bugs. Denn ich brauche den Spielstand. Stell dir vor, der würde einfach so löschen. Und dann wäre alles wieder umsonst gewesen. Und dann muss ich wieder das LP abbrechen. Das mag ich nicht. Ich werde endlich mal ein Let's Play durchziehen hier. So, hier gab es auch eine Fee. Und ein Depp. Ein Depp. Wer ist das überhaupt? Was? Du hast noch nie einen Frost. Eine Frostechse gesehen? Achte auf ihren eisigen Atem. Ich hasse die. Kälte. Und ich hasse Legs. So, die können so einen Eishauch und dann ist man eingefroren. Aber ich glaube, das haben wir schon mal erlebt. So, dann gibt es hier noch was. Komm hier auch nicht weiter, was? Ja, irgendwas da. Ah, die Maus da unten. Die darf uns nicht sehen, sonst gehen wir in die Luft. Da ist eine Kiste. Ich weiß auch, was da drin ist. Ich würde mal sagen, da ist die Fee drin. Okay, dann können wir hier noch nicht weiter. Aber damit ihr wisst, hier ist wirklich eine. Das sieht man an den Punkten. So. Jetzt können wir aber hier rüber. Da waren wir auch noch nicht. Wie gesagt. Habt ihr gute Namenvorschläge, dann bitte in die Kommentare und gucken, ob sie mir gefallen. Aber Nintendo LP ist nicht mehr so toll, finde ich. Zwischenboss. Ein alter Opa. Oh mein Gott. Nichts gegen alte Leute. Die sind halbwegs cool. Stirn. Ja, das ist eher ein Magier. Wer bist du, Clown, eigentlich? Das ist ein Zaurob. Wenn er seine Attacke startet, hast du die Chance, zurückzuschlagen. Okay, er startet die Attacke und das heißt, draufschlagen. So. Ich mag den Gegner nicht so. Der ist voll nervig. Aber der müsste hier noch voll einfach sein. Den gibt es auch in viel schwierigeren Formen. Komm, 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 komm. Shit, der hat mich verarscht. Jetzt muss ich mal warten, bis er angreift. So, jetzt. Ha! Sehr witzig. Das ist ein Trugbild, würde ich mal sagen. Nee, der macht irgendwie Speedrunning. Boah, der Alte hat schon Skill. Oh, es kommen hier Geister und einer davon ist der Richtige. Da. Und Eisnova kann er auch noch. Ich nenne die Attacke jetzt mal Eisnova. Ist eine Flächenattacke. Ja! Ach ja. Ich bin ja mit Zelda groß geworden, halbwegs. Nee, mit Zelda ja doch auch, aber meist mit Super Mario World. Das war mein erstes Spiel. Meine erste Konsole war die GameCube mit Double Dash, weil ich das bei meinem Onkel zum ersten Mal gespielt habe, die Double Dash Konsole. Die GameCube Konsole. Mann, bin ich gerade mal schlecht. Wo ist denn der? Okay, mache ich halt auch Fernkampf. Oh, 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 oh. Ja, natürlich ist er natürlich an der letzten Stelle. Was ist denn der Müll? Da hinten. Was schielst du denn? Ui. Da. And he died. Tja. So ist das halt. Im Leben. Von Zelda. Kriege ich endlich das, was ich schon suche, um hier endlich weiterzukommen? Ich hoffe mal, ja.
Feuerpfeile! Und ja, wir haben die Feuerpfeile erhalten. Ziemlich cool, diese Dinge. Ein Schuss damit und alles brennt weg. Cool. So. Ja, wir müssen nochmal darüber. Habe ich noch ein paar Themen? Ja, ich erzähle ein bisschen von der Vergangenheit. Wie gesagt, Double Dash habe ich zum ersten Mal bei meinem Onkel gespielt. Und ich war so fasziniert von dieser Konsole, dass ich die auch haben wollte und habe sie mir zu Weihnachten gewünscht. Jetzt kommt aber ein kleiner Fail. Da ich früher noch nicht so Ahnung hatte, ich war ja noch kleiner, ein kleineres Kind, war ja schon die Wii draußen und die wollte ich dann auch haben. Aber erst hatte ich ja die GameCube. Und da die Wii, glaube ich, teuer war, also für mich war die, glaube ich, teuer, dann konnte ich mir die nicht mehr leisten. Dann musste ich vor lange warten. Musste ich 2 Jahre auf die warten, um die selbst zu besitzen. Ja. Weil ich zum ersten Mal eine Werbung Super Mario Galaxy gesehen habe und da war ich so fasziniert von dem Game. Was habe ich jetzt eigentlich bewirkt? Was habe ich gerade gemacht? Ach so. Ach, ist das jetzt eine Abkürzung? Okay. Gucke ich mir gleich nochmal an. Jetzt muss ich gucken, wo es hier erstmal weitergeht. So. Das ist der Anfangsraum. Halt dich fest, ich will da nicht nochmal runter. So. Jetzt können wir endlich hier mal aufräumen. Ganz ruhig. Und zack! Ich dachte, das wäre jetzt ein Bug gewesen, aber war es nicht. Eine Wand. Habe ich gerade echt eine Wand freigesprengt? Ja. Hä? Ist da irgendwas? Oder bin ich wieder bescheuert? Bombmaske, ich brauch dich. Gut. Nö, da ist nichts. Stirb! Ah, ich kann ja mein Schwert nicht ziehen, wenn ich die Maske aufhab. Was hat mir das jetzt gebracht? Abkürzung oder was? Und du da hinten? Hast du auch was zu bedeuten oder bist du einfach nur Deko? Du bist keine Deko. Und das wusste ich gerade mal nicht, dass da eine Kiste erscheint. Besser so. Lieber vorankommen, statt zu hängen. Schlüssel! Und das war jetzt nur geraten. Ich weiß nämlich gar nicht, wo wir mit der Schlüssel hin müssen. Oder ich weiß es doch und bin nur zu blöd, um mich wieder dran zu erinnern. So. Aber ich habe eh so einen dummen Orientierungssinn. Jupp. Hier hat das Ding nämlich gebuggt. Das hat sich ja, keine Ahnung, mehr oder weniger gedreht. So, jetzt machen wir erstmal schöne Räume frei. Gucken wir die Räume nacheinander an. Ist wahrscheinlich besser so. Ja, was gibt's denn hier so Schönes? Hä? Ich will keine Legs. Aber dich besiegen. Das sieht aus wie der Anfangsraum. Aber ob's auch so ist? Yep. Aber das heißt ja, dass... lol. Gehe ich mal da rein. Vielleicht finden wir hier eine Antwort. Was heißt Antwort? Ich suche die ganze Zeit irgendwas. Und zwar das Ziel. So. Das hat die Texture, sieht zwar cool aus, aber die Wand sieht immer noch kacke aus. Ah ja. Scheiße. No Magic. Es sei denn, hier ist Magic. Jo, so ein bisschen.
Würde ich mal sagen. Und frag mich nicht, was das gerade für ein dummes Geräusch war. Ich habe keine Ahnung. Machen wir erstmal hier Feuerchen. Verbrenne! One hit. Ohne Lags. So. Ah, ich habe ja jetzt noch nicht die Frage beantwortet. Wo ja, tut mir echt leid. Ich habe ja noch nicht die Frage beantwortet, warum ich nicht so oft Videos hochladen kann. Ich hoffe, das nächste. Okay. Warum ich nicht so oft Videos hochladen kann, ist. Ach, hier ist gerade umsonst, oder? Deko. Und mein Handy hat geklingelt. Vergessen auszumachen. Tut mir echt leid. Nicht darunter! Magic? Magic. Ich dachte, ich habe mein Handy ausgemacht. Das ist jetzt echt scheiße. Aber ich glaube, das ist nicht so laut. Verbrennen. Und eine Kiste erscheint. Ich weiß nicht, ob jedes von dem Feuer das Licht jetzt brennen muss. Denn es geht ja schnell wieder aus. Ich hoffe mal nicht. Ich bin zwar ein guter Schütze. So halb. Aber trotzdem. Bloß nicht runterfallen, obwohl da gibt es, glaube ich, eine Abkürzung, um wieder hochzukommen. Ja, da nämlich. Aber ich will das trotzdem nicht. Tür öffne dich. Oder Schnee schmilzt einfach. So kann man sich hier immer wieder Magie holen. Und wir sind. Was ist das denn nur für ein verwirrender Raum hier? War klar. Ich wollte mich nur da oben umsehen und der springt eiskalt da runter. Jetzt brauche ich den Deko-Jungen. Deko-Junge, wo bist du? Da bist du. Nee, scheiße. Am wenigsten brauche ich doch eh gerade mal den hier. So. Whip. Und jetzt dahin. Ich versuche jetzt mal jedes Licht anzumachen, auch wenn das wahrscheinlich nichts bringt. Probieren gegenüber studieren. Oder? Ich glaube, so war das irgendwie. Ich bin nicht so ein Sprichworttyp. Da sage ich immer das Falsche. Und tatsächlich, da geht die Tür. Hab doch gesagt, ich bin nicht so ein schlechter Schütze. Perfekt bin ich nicht. Das ist niemand. Okay, vielleicht schon. Aber ich nicht. Und wir erhalten einen Schalter. Ja. Damani! Ich mache immer Schutzschild. Oh nein! Das Ding geht nach oben. Bringt mir das jetzt was eigentlich? Ach so, das können wir jetzt immer hoch und runter machen. Voll nervig. Und ich bin ein Idiot. Und das ist mir jetzt egal. Ich gehe einfach hier lang. Ich habe ja noch einen Key. Den kann ich für irgendwas verwenden. Den Raum kennen wir auch noch ganz gut. Hilft jetzt nur nichts. Ich hab Gummi. Hä? Die Bombe buggt. Naja. Okay. Es versperrt uns die Wege. So, aber das ist ja kein Problem, würde ich mal behaupten. Ja. Nein, Link, ich wollte doch da oben bleiben. Geh da wieder hoch. Hoch und runter, hoch und runter. Und das Ganze ist ein bisschen pervers, es tut mir leid. Tschüss.
so, naja, wird gesagt, dass du wieder leben darfst, also ich nicht. Du lebst eigentlich eh nicht, du bist nur Eis. So. Yay. Ich bin irgendwie heute ein bisschen happy. Ah ja, genau. Jetzt kommen wir schon mal weiter. Hier wollte ich hin. Denn das Eis geht mir voll auf die Eier. Frag mich nicht, wie sowas möglich ist. Es ist unlogisch. Ja, das weiß ich. Aber was soll man dagegen machen? So, jetzt muss ich... irgendwie... ja. Gab es irgendwo eine Tür oder so? Bring mich mal darüber. Ohne gestört zu sein. Du sollst hier keinen Suizid begehen. Denn ich will hier oben bleiben. Beziehungsweise ich will da durch. Psch. Yay! Mhm. Gut. Jupp. Jetzt können wir hier noch die Plattform kaputt machen. Sieht so geil aus, wie die kaputt gehen. Einfach nur irgendwie ein bisschen dumm, aber immer witzig. So, und jetzt frage ich mich, ob man die auch verbrennen kann. Wäre doch nice. Nein. Das ist so gewollt. Aber wir können ja hier rüber. Das geht nur an diesen Stellen, wo Schnee ist. Sieht man ja auch. Ah ja, und da ist die Tür. Tamani! Du Idiot! Pff. Ja, Leute, ich werde das einfach schneiden. Ich habe keinen Bock, das jetzt nochmal hier zu zeigen. Und ich will ein bisschen Zeit sparen, also bis gleich. Mann, ey. Heutzutage geht doch alles schief. So, was ist denn... was geht denn hier so ab? Nein! Ich will keine Schneeballschlacht machen. Oh oh. Headshot! Nee, ich hab abgewehrt. Ja, stirb! Kleiner. Na, was sagst du jetzt, Diggi? Komm her. Oh, sie zerteilen sich. In drei Leute. Ich hab doch geblockt. Mag die Dinger jetzt schon nicht. Sprungattacke! Down! Wow, wie viele Herzen. Krass. Durch diese Tür kommen wir. Und jetzt will ich da durch. Noch ein kurzer Feencheck. Ein Feencheck. Ach ja, wo denn? Das müssen wir jetzt aber mal klären. Da gibt es da oben irgendwas. Ich habe da irgendwie was Dummes im Kopf. Aber wenn das stimmt, dann wäre das ja irgendwie gemein. Aber ich teste es mal. Nee, ich dachte... was ist das? Immer diese komischen Formen, das hat doch irgendwas zu bedeuten. Wo könnten die Feen sein? Ich hab mal wieder keine Ahnung. Stimmt, weiter oben. Vielleicht gehe ich ja hier mit nach oben. Hier gibt es auch eine. Was ist das denn? Hallo, ihr Süßen! Euch habe ich doch am liebsten. Okay, aber nicht so. Jetzt gibt's eine aufs Maul. Ach, ihr denkt wohl, ich bin nur ein Junge, hä? Glaubt mir.
In Wirklichkeit bin ich ja ein Kämpfer. Ja, aber fernkämpfen könnt ihr nur, ne? Ja, stirb. Und du bist der Nächste. Und du hattest auch noch eine Fee. Du bist wohl ein ganz schlauer. Tja, stirb. Noch eine Fee. Wenn euch dieser Part gefallen hat, oder die neuen News oder so, ja, News nenne ich das mal, Info, sag ich mal, und ja, dann könnt ihr ja liken, das war's mit dem Part. Wir haben ja schon die 30 Minuten erreicht. Also würde ich sagen, liken, abonnieren und ja, Namenvorschläge in die Kommentare. Also bis dann. Ciao.